Sie sind hier, 21. Dezember 2018, 15.50 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Finn Lemke steht im Kader der deutschen Nationalmannschaft für die Heim-WM. Urheberrecht Getty Images. Der Teilnahme von Finn Lemke bei der Heim-WM im Januar steht nichts im Wege. Der Nationalspieler gibt nach seiner Verletzung Entwarnung. Entwarnung bei Finn Lemke. Der Nationalspieler von der MT Melsungen hat sich am Donnerstag im Bundesligaspiel beim VfL Gummersbach 28:23 nur eine Innenbandzerrung im Knie zugezogen und muss nach Angaben des Clubs wenige Tage pausieren. Die Teilnahme des Abwehrchefs an der Heim-WM, 10. bis 27. Januar, ist nicht gefährdet. MT-Kapitän Lemke war am Freitag von Bundestrainer Christian Prokop ins 18-köpfige Aufgebot des Deutschen Handballbundes DHB für die Weltmeisterschaft berufen worden. Nach den beiden letzten Testspielen gegen Tschechien, 4. Januar, und Argentinien, 6. Januar, wird Prokop 2 Spieler streichen. Lemke könnte schon am 27. Dezember im Hessen-Derby gegen die HSG Wetzlar wieder spielen. Wir werden die Entwicklung in den nächsten Tagen und im Training beobachten. Am Spieltag selber werden wir dann spätestens wissen, ob Finn auflaufen kann, sagte Melsungens Trainer Heiko Grimm. Von Sportinformationsdienst.